ein Zahnrad, das kann dich zurückhalten. Das ist oft der Anker. Und dann fragen Leute oft, okay, ich habe alles ausprobiert. Ich habe Meditation ausprobiert. Ich habe Körperübungen ausprobiert. Ich habe dieses und jenes ausprobiert. Aber halt immer wieder nur mal das eine, dann mal das andere. Es war nie ein Gesamtpaket, ein Gesamtsystem. Heute geht es um die zweite Fähigkeit, die wirklich unabdingbar ist, wenn du deinen Körper ganzheitlich entgiftest. Und zwar hatte ich im letzten Video schon euch die erste Fähigkeit ausführlich erläutert und damit gegeben, warum sie überhaupt wichtig ist und was es da zu beachten gibt. Und die erste Fähigkeit ist eben einfach das Körpergefühl zu entwickeln. Wie du das entwickelst, da schau dir wirklich nochmal das erste Video an dazu. Und heute geht es um die zweite Fähigkeit. Vielleicht ist es dir auch schon aufgefallen, dass Ernährung eben nicht alles ist. Wenn es um Gesundheit geht, es ist immer ein ganzheitlicher Prozess. Und wenn du zum Beispiel einen Motor hast, dann kann es sein, dass du einen perfekt funktionierenden Motor hast mit 400 PS. Aber dir fehlt ein Zahnrad, eine Stellschraube, damit du das Ganze auch auf die Straße bringst. Und egal welcher Teil da fehlt, es ist ein gesamter Prozess. Egal welcher Teil da fehlt, der kann dich da komplett zurückhalten. Also vielleicht kennst du das auch. Gibt eine schöne Geschichte. Stell dir mal vor, du hast ein Boot auf einem Fluss und es hat jetzt einen Anker da. Und der Fluss treibt so das Wasser schön unter dem Boot her und das Boot steht immer an der gleichen Stelle, weil es häufig eine Sache ist, die einen zurückhält. Und wenn du den Anker aber weg lässt, wenn der Anker wieder eingefahren ist, dann musst du häufig gar nichts machen. Dann geht dieser ganze Reinigungsprozess praktisch wie von alleine und von ja, nebenbei. So, du kannst auch, wenn du den Anker gelichtet hast, schon den Motor anschalten, aber du kommst sowieso nicht von der Stelle. Das Wichtige ist auch, gewisse Blockaden loszulassen. Und die Verarbeitung von Emotionen, von psychischen Themen, das Mindset, Glaubenssätze, also wirklich emotionale, psychische Blockaden zu verarbeiten. Das ist wirklich diese zweite Fähigkeit, die auch unabdingbar sind auf diesem Reinigungsweg. Zum Beispiel kannst du mit der Ernährung, mit Sport, mit Bewegung viel auslösen, dass viel wieder rauskommt, viel alte Sachen, die rauskommen. Aber wenn du das Ganze nicht psychisch verarbeitest, diese Themen, die eben auch körperlich abgespeichert sind, also ich habe da auch schon mal ein anderes Video drüber gemacht, über die emotionale Entgiftung. Und zwar, wenn du diese Themen dann nämlich nicht verarbeitest, schau dir da am besten auch nochmal das Video an. Da gehe ich auch nochmal ausführlich drauf ein. Und wenn du, wie gesagt, diese Sachen, die auch körperlich abgespeichert sind, du kennst es ja auch, körperlich, psychisch, emotional ist immer verknüpft. Ein Kind, wenn es sich freut, dann reißt es die Arme in die Luft und strahlt es auch raus. Das ist es auch im Gesicht. Das heißt, eine Freude, das Psychische, das Emotionale drückt sich auch nach außen hin aus. Und wenn du, wie gesagt, den Körper da reinigst, wenn du zum Beispiel deine Ernährungsstärke umstellst in eine vitale, eine vollwertige Ernährung mit einem hohen Rohkostanteil oder komplett rohköstlich, dann stellst du vielleicht zu Beginn fest, hey, dir geht es bombig, dir geht es erstmal besser. Aber dann kommen die ganzen psychischen, emotionalen Sachen nach ein paar Monaten oder Jahren hoch. Also mir sind schon Menschen begegnet, die wirklich 2 Jahre zum Beispiel komplett straight Rohkost gemacht haben, total clean, auch sehr einfach, auch viel Wildkräuter und so weiter. Aber dann trotzdem nach 2 oder 3 Jahren sogar noch habe ich Leute ja, gesehen, getroffen,
in den letzten Jahren, die dann wieder zurückgehen und dann wieder komplett aber in alte Muster teilweise verfallen, weil dann einfach das Bewusstsein nicht mitgezogen hat. Und ich stelle mir das oft wie so ein Gummiband vor, wenn du, weil viele vergessen dann, dass auch mit der Ernährung, wenn man die umstellt, eigentlich ein gewisses Bewusstsein einhergeht. Ein bewussterer Umgang mit den Mitmenschen, eine Offenheit. Und wenn du das siehst, okay, man stellt die Ernährung um und viele gehen da eben sehr theoretisch ran, gehen da einfach nur von diesem einen Aspekt, nur von der Ernährung ran. Und dann stellen sie die Ernährung um, so. Aber das Bewusstsein hat da noch nicht mitgezogen. Das, was dadurch eigentlich sich lösen könnte und rauskommen könnte, diese Offenheit, die dabei entstehen könnte, die bleibt dann oft auf der Strecke und dann ist es wie so ein Gummiband, wenn es irgendwann mal zu weit auseinander ist und zu lange und dann zieht es wieder zurück. Und wenn man diese Blockaden eben dann nicht löst, dann wirst du da immer wieder Rückfälle haben, du wirst immer wieder zurückgezogen und das ist eben ein wichtiger Punkt, der ja sehr oft einem auf dem Weg auffällt und wo dann auch nicht mehr viel Freude oft da ist, weil dieses ja, weil da so eine Spannung entsteht zwischen diesen zwei Polen. Und das ist eben der Punkt, Emotionen zu verarbeiten, psychische Themen, Blockaden aus der Kindheit, aus der Vergangenheit, einfach Muster, die man auch jetzt eben immer wieder im Alltag hat, die zu verarbeiten. Das ist eine Fähigkeit, wie gesagt, die auch unabdingbar ist auf dem Weg. Und das ist ein Gesamtsystem, wie schon beschrieben. Es ist ein Zahnrad, das kann dich zurückhalten. Das ist oft der Anker. Und dann fragen Leute oft, okay, ich habe alles ausprobiert. Ich habe Meditation ausprobiert, ich habe Körperübungen ausprobiert, ich habe dieses und jenes ausprobiert. Aber halt immer wieder nur mal das eine, dann mal das andere. Es war nie ein Gesamtpaket, ein Gesamtsystem. So, und wenn du dieses Gesamtsystem wirklich verstehen möchtest, wenn du diese Fähigkeiten, das Körpergefühl entwickeln möchtest eben und auch wirklich, wie du diese emotionalen Blockaden lösen kannst, wie dieses Gesamtspiel wirklich, der gesamte Motor, wie du zu dauerhafter Gesundheit kommst, mehr Energie, mehr Ausgeglichenheit, dann melde dich gerne bei mir. Bewerb dich gerne auf ein kostenloses Erstgespräch. Unter dem Video findest du einen Link. Und dann können wir wirklich deine Situation mal anschauen und schauen, was du da machen kannst, wie du diese Fähigkeiten Schritt für Schritt auf dem Level, wo du jetzt bist, mit deiner Lebenssituation, mit deinem mit deinen Lebensbedingungen, mit der Umgebung eben, mit der Luft, mit je nachdem, wo du eben lebst, in der Stadt, auf dem Land, wie schnell du da voranschreiten kannst, wo du eben hin möchtest. Und schauen, ob wir da eine Lösung für dich finden können. Und wenn du auch selber Blockaden entwickelt hast oder gemerkt hast, ey, okay, das könnte vielleicht bei mir so ein Anker sein oder bei mir ging es nicht so richtig voran, dann kommentier mal unten drunter, was du denkst, was dich da blockiert hat oder blockiert. Und ja, interessiert mich unglaublich. Bin gespannt, was da für Sachen bei rauskommen. Und gegebenenfalls mache ich da gerne nochmal ein Video drüber, wenn da viele Themen auftauchen, dann schreibt es einfach, was euch explizit da noch zu interessiert, dass wir wirklich schauen können, wie du da noch eine bessere Lösung für dich findest. Und diese Blockade, diesen Anker lichten kannst, damit es endlich losgehen kann auf dem Fluss. Und dann wünsche ich dir noch einen wunderschönen Tag heute und macht's gut. Wenn dir das Video gefallen hat, wie immer einen Daumen nach oben, meinen Kanal abonnieren und das ganze Geschichten, kennst du ja. Und dann dir auch einen wunderschönen Tag und bis dann, mach's gut, ciao.